Es ist die Geburtsstunde eines der härtesten und schärfsten Messer. Seine Klinge besteht aus 300-fach gefaltetem Damaststahl. Härter geht's nicht. Früher war es einmal ein Panzer, ein Leopard 2 Kampfpanzer. 1500 PS und über 50 Tonnen schwer. Seit Jahrzehnten dient das 5 Millionen Euro teure Gefährt der deutschen Bundeswehr bei ihren Einsätzen. Doch jetzt wird aus diesem Rohr nicht mehr scharf geschossen. Er soll bald scharf schneiden. In der Schmiede von Markus Ballbach im Taunus landen ausgemusterte Geschützrohre des Leopard 2 Panzers. Sie bestehen aus einem ganz besonders harten und zähen Stahl. Die Legierung ist geheim, aber seine Eigenschaften sind hervorragend für die Herstellung ganz besonderer Messerklingen. Ungeduldig frisst sich der Schneidbrenner durch das Metall. Jetzt trennt der Schmied einen handbreiten Streifen aus dem ehemaligen Geschützrohr. Aus ihm sollen Klingen von enormer Härte und Belastbarkeit entstehen. Doch das sieht man diesem Stück Blech noch nicht an. Zuerst kommt der Panzerstahl ins Feuer. Mit so einem Schmiedefeuer kann Markus Ballbach eine Hitze von über 1500 Grad erzeugen. Das geht nur mit einer speziellen Steinkohle aus Polen, denn sie hat einen besonders hohen Reinheitsgrad. Nach nur wenigen Minuten glüht das Metallstück. Zeit für den Schmiedehammer. Mit der Kraft, die mehreren Tonnen entspricht, schlägt der Hammer auf den Stahl ein und bringt ihn in Form. Die enorme Härte lässt das Metall auf dem Amboss regelrecht tanzen. Nur mit viel Kraft und Konzentration kann Markus Ballbach den Rohling festhalten und führen. Nach wenigen Minuten ist vom Geschützrohr nichts mehr zu erkennen. Aus dem Streifen entsteht jetzt ein sogenanntes Damastpaket. In hartem Zustand sieht es so aus und besteht aus zwei Lagen reinem und hartem Geschützstahl, gemischt mit drei Schichten hartem Wälzstahl. Markus Ballbach mixt die zwei Stahlsorten und sobald sie glühen, verbindet der Schmied die Schichten mit Hammerschlägen. Ist das sogenannte Damastpaket breit genug, zerteilt er es in zwei Hälften. Eine Hälfte klappt der Meister einfach über die andere. Das wiederholt er sechsmal. Dann liegen 320 Lagen Metall übereinander. Zwei Stunden dauert der Prozess. Die große Hitze macht ihm dabei nichts aus. Merkt man das schon, dass wenn man essen geht und was Heißes bekommt, dass die Leute sagen, nehmen Sie es nicht so an, das ist zu heiß. Und ich nehme es dann trotzdem, weil ich den Elan habe oder denke, ich bin ja Schmied, ich bin das gewohnt. Manchmal verbrenne ich mir trotzdem die Füße. Trotz enormer Hitzebelastung bringt Markus Ballbach das extrem harte Metall immer wieder zum Glühen, faltet es und schmiedet es aus. Der Damaststahl verleiht der Klinge später eine extreme Härte und enorm lang anhaltende Schärfe. So, das Damastpaket ist fertig. Wir haben jetzt 320 Lagen. Eine ganze Nacht muss der Stahl weiter glühen. Dann schneidet ihn Markus Ballbach in handliche Stücke. Mit Hammer und einem Stempel schlagen die Männer eine Prägung ins Metall. So, jetzt haben wir das Stück geprägt. Zum Muster große Pyramiden. Danach entfernt diese Anlage die äußerste Schicht und schleift die Metallstreifen blank. Doch die Prägung geht dabei nicht vollständig verloren. Die Hammerschläge haben die sogenannten Pyramiden bis in den Kern des Rohlings gepresst.
Schwefelsäure macht sie wieder sichtbar und lässt die spätere Zeichnung der Edelklinge erahnen. Die Säure hat einen Stahl schneller angefressen als den anderen und dadurch kommt das Muster zum Vorschein. Der Rohling ist fertig. Wie eine Holzmaserung durchziehen die 300 Schichten das Metall. Jetzt kommen die Rohlinge zum Härten in den Durchlaufofen. Mit Hilfe von sogenanntem Schutzgas erglüht der Stahl bei 850 Grad Celsius. Das Schmieden hat den Stahl brüchig und rissig gemacht. Erst durch das Erhitzen kommt Ordnung in das Gefüge der Metallatome. Dann der Kälteschock im Härteöl. Er lässt das Atomgefüge in einer Gitterstruktur erstarren. Dieses Gefüge macht den Stahl so hart. Zur Weiterverarbeitung geht es weiter nach Solingen. Die Messermeister hier sind Spezialisten für Sonderanfertigungen. Diese Anlage verwandelt die Rohlinge zu edlen Klingen. Die Maschine schleift erst eine Seite, dann die andere in Form. Nach wenigen Minuten ist die Schneide fertig. Nebenan kocht Klaus Schürmann Rinderknochen. Doch die sind nicht für eine Suppe gedacht. Mehrere Stunden kochen sie im heißen Wasser aus, dann sind sie weich und elastisch genug. Und zwar für die Fertigung von Griffschalen. Mehrere Tonnen verarbeiten die Messermacher aus Solingen jedes Jahr. Die Beinknochen liefern große Zuchtfarmen aus Südamerika. Der Fachmann sägt daraus dünne Scheiben. Damit die Finger nicht unter das Messer kommen, dienen Holzkeile als Schutzverlängerung. Jetzt warten die Knochenscheiben auf das Beizen und Verzieren. Dann können sie so aussehen wie diese kleinen Taschenmesser. In der Schleiferei erhalten die Damastklingenmesser inzwischen ihren Feinschliff. Dazu spannen die Experten die Klingen in Halterhölzer ein. In vielen einzelnen Schritten geben sie den Schneiden ihre endgültige Form. Und hier kommt alles zusammen. Kasim Dilbas setzt jedes einzelne Jagdmesser von Hand zusammen. Jetzt haben die Klingen ihr endgültiges, gemasertes Aussehen. Die Kleinserien der Messerschmiede sind meistens schon im Voraus ausverkauft. Liebhaber aus der ganzen Welt schwören auf die Produkte der Solinger. Die Messerproduktion aus Solingen ist Legende und weltweit gefragt. Aber diese Messer sind selbst für Solingen einzigartig. Erst ganz zum Schluss verleiht Michele Niro dem Leopardmesser seine Schärfe. Der Meister prüft die Schärfe an seinen eigenen Haaren oder mit einem Blatt Papier. Ist er zufrieden, ist das Messer fertig.